Ich glaube, wenn ihr die ersten Bilder gesehen habt, merkt ihr, wir sind im Bonsai-Paradies für euch gelandet, und zwar beim Heinz Pfirter in Brattelen. Heinz, erste Frage, was ist ein Bonsai-Baum? Ich sehe Laubbäume, ich sehe Nadelbäume, ich sehe verschiedene Sorten. Was ist ein Bonsai-Baum? Ein Bonsai, also direkt übersetzt ist, heisst das Baum in der Schale. Aber das ist noch nicht das Gleiche. Es wird ein erster Bonsai, wenn man ihn beschneidet. Also das Vorbild ist ein uralter Baum. Das muss man als Ziel vor Augen haben. Und dann kommt er dann zuerst einmal in den Topf und dann in eine kleine Bonsai-Schale. Alles andere, was Bonsai, man kann alles anschreiben als Bonsai. Also eben, das ist nicht eine Sorte? Das ist überhaupt keine Sorte. Das sind ganz normale Bäume. Wenn du den nimmst und in den Garten raussetzt, haut er wieder ab wie ein grosser, oder? Wie gesagt, die Natur macht zu Millionen oder Milliarden sogar selber Bonsai, wo Bäume wachsen, meistens in den Kampfzonen, in den Bergen, wo sie nicht mehr Platz haben und blockt werden. Also, wir schrauben auch an diesen Bäumen rum, aber die Natur ist brutal. Der Steinschlag schaut nicht, auf welchen Baum er geht oder welchen Ast er abhält. Wir schauen noch ein bisschen drauf, oder? Jetzt hast du von Millionen von Bäumen geredet, die die Natur hergibt. Woher kommen denn deine alle? Du weisst ja selber nicht einmal mehr, wie viel das du da hast. Nein, das weiss ich nicht. In Zellsen nimmt, das haben wir abgewöhnt. Viele habe ich selber gefunden. Also auch in den Bergen. Ich habe sie auch selber gezogen, aus Steckling. Vor allem Laubbäume. Bei Kiefern ist das ein bisschen schwieriger. Ein paar habe ich vor Jahren als Grundmaterial in Japan gekauft, die nur vorgestaltet waren. Und heute sind das schöne Bäume. Aber heute gibt es das Grundmaterial eben nicht mehr. Und so habe ich die Sammlung aufgebaut. Über jetzt 39 Jahre. Ich habe im Schins nach dem Bonsai-Center lang Kurs gegeben, etwa 10 Jahre, ich weiß nicht, über 500, 600 Bonsai-Kurs. Und dort habe ich einem noch geholfen. Ich habe Haufen Überzeit gehabt. Jetzt heisst es, Heinz, hast du Zeit, der Container aus Japan ist gekommen. Dort habe ich mir natürlich den schönsten gerade rausgekrallt, oder? Das ist klar. Also, ich habe das alles mit Arbeit verdient, oder? Aber Heinz, wie bist du zum ersten Bonsai gekommen? Hast du schon mal einen geschenkt gekriegt? Oder hat's da Klick gemacht und gesagt, Bonsai, das ist mein neues Hobby? Nein, nicht ganz. Ich habe, also, da muss ich jetzt aufpassen, das stimmt, Frau Müller. Also ich habe das einmal in den 70er Jahren in einem schönen Wohnen heftig gesehen. Das wäre gut. Ich habe zwar immer schon gesagt, als 16-Jähriger, ich will keine Granium in der Wohnung, ich will etwas aussehen, wie ein Baum. Die Idee war immer da, aber ich habe nichts gewusst von Bonsai. Und dort habe ich das gesehen, was dort geschrieben war, ist sau teuer und man muss 2 Jahre in einem Zehnmönch gewesen und so weiter. Ich habe gesagt, das ist nicht für mich, oder? Das können wir nicht. Oder? Und dann habe ich meine Frau in Bulgarien kennengelernt, dann ist sie hier in die Schweiz gekommen, aber ich war in Münchenstein im WK gewesen, an der Krien 80. Und ich habe ihr das einmal erzählt. Und sie ist jeden oben mit dem Sohn dort angekommen, haben wir uns getroffen, wenn ich Ausgang hatte. Dann macht sie, du, da gibt es Bonsai. Ich habe gesagt, ja, komm mal auf, das ist nicht für uns. Doch, doch, das kann man selber machen. Es gibt so ein Anfängerset gegeben, mit einem Gutschein für Bäumchen beim Zulauf und so weiter. Und meine Frau hat einfach gesagt, nein, das kaufe ich, oder? Aber meine Frau hat natürlich noch nicht so gut Deutsch können. Sie war noch ein bisschen dabei, gewesen, hat die Fachausdrücke natürlich nicht gekannt. Dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann hat es hier oben Klick gemacht. Von dort weg bin ich mit der Frau schon von 81 an in Europa überall an einer Demo oder an einer Ausstellung. So ist das einfach entstanden, oder? Und hat mich dann wahnsinnig fasziniert. Oder? Was ist denn das Wesen von dieser Arbeit am Bonsai-Baum? Ich sehe, das ist nicht nur das Bäumchen, es ist nicht nur das Schneiden, da gehört eine Schale dazu, da gehört am besten noch ein Untersetzchen dazu. Oh, habe ich etwas falsch gesagt? Ja, streng verboten. Da müssen wir Luft haben, ein Untersetzchen, da bleibt das Wasser stehen. Das darf nicht sein. Obwohl viele mit Untersätzen verkauft werden, das darf nicht sein. Es muss nicht mehr sein, auch kein Blech oder irgendetwas, das glatt ist, sondern etwas, das Wasser abfließen kann. Wenn wir gießen, muss das Wasser unten rauslaufen. Also gehen wir noch mal schnell auf das Wesen vom Baum. Wenn du jetzt hier sitzt, man sieht die am Schneiden und so, wird man hier meditativ? Ich meine, der ganze Laden da innen sieht aus, Das ist Meditation. Also, ich habe alle grossen Meister kennt, Meister ist gestorben, und die haben alle gesagt, wenn ich an einem Baum arbeite, dann kann die Frau Langreifen kommen essen.
Es nützt nichts. Es ist eine Meditation. Es ist einfach, man kann es schwer erklären, was dahinter steckt. Und am Anfang haben wir auch gedacht, ja, zwei, drei Jahre ist das der kleine Bäumchen, das man da rüber kann, ist ein schöner Bonsai. Und nach ein paar Jahren sagst du, ja, es geht alles schon ein bisschen länger. Und heute, nach 39 Jahren, bin ich schon bereit, auch von meiner Japan-Besuch her, es ist mir gleich. Ein gut gepflegter Bonsai überlebt dich, du wirst das Endresultat nie sehen. Das ist dann am Schluss die Philosophie. Also haben wir ein manches Jahr jetzt, das da oben steht? Ja, ja, ja. Also nicht nur, wenn man 300-jährigen Baum in den Bergen holt und dann hat er 30 Jahre als Bonsai überstanden. Es ist einfach der... Und du gehst jeden Tag schauen. Mit der Zeit kannst du an einem Nadelbaum sehen, oh, die Nadeln sind ein bisschen weniger grün als sonst, oder? Aber es braucht eben Zeit, oder? Und das musst du lernen. Los jetzt, Heinz, wenn die Leute das gerne möchten, vor Ort sehen, man kann sich bei dir melden. Ja. Es steht aber ganz grossen Tag an. Die Bonsai-Gemeinschaft trifft sich im Oktober. Ja, in Mühlhausen ist der Weltbonsai-Kongress geleitet und organisiert von einem Kollegen von mir, einem Elsässer, einem François Jecker. Da ist sehr viel auch bei mir. Und dort unten treffen wir uns dann alle. Kommt denn jeder mit seinem schönsten Baum? Oder hat man ein Artefakt? Oder wie ist das? Die werden ausgewählt. Du könntest ja nicht mit einem Baum aus Amerika kommen oder aus Südafrika. Das geht nicht, oder? Die werden in der Schweiz, also ich glaube, mein ist der einzige aus der Schweiz, der jetzt hierher kommt, weil es eben ein sehr, sehr alter Baum ist. Und da werden einfach etwa 30, 40 Stück, also super Exemplar, werden das ausgestellt. Vielleicht auch normale Bäume, das weiß ich noch nicht so genau. Einfach, das ist ein Treffen von der Bonsai-Welt, oder? Wunderbar, dann kann ich euch nur empfehlen, kommt mal hier zum Heinz Pfirter, wenn euch das Thema interessiert. Es gibt so viele Sachen und wir müssen jetzt an dieser Stelle aufhören, weil jede Pflanze, die hier steht, hat seine eigene Geschichte, gell? Ja, ja. Alle selber geholt, alle. Ja, ja, auch der hier. Wahnsinn. Der hat eine unheimliche Geschichte, oder? Den kann ich nicht abtragen, wenn schön Wetter ist im Engadin, also immer im Oktober, da habe ich Probleme mit den Touristen, die das sehen und so weiter. Aber ich habe Bewilligung vom Förster. Dann habe ich gedacht, jetzt warte ich, vielleicht kommt noch ein schlechter Tag. Tatsächlich, der Tag ist gekommen, es hat halb geschneit, halb geregnet, ein fürchterlicher Tag. Und dann bin ich den geholt. Ich war schon fletschnass, alles. Das ist ein Saukrampf, die rauszunehmen. Dann habe ich den in einen schwarzen Chemiesack eingepackt. Oder? Das war relativ gross. Und habe ihn auf den Buckel genommen und bin den Krachen abgelaufen. Von 2400 auf die Bernina-Ebene. Und dann komme ich in die Bernina-Ebene. Ist oben eine Brücke, unter der Brücke. Da dachte ich, was sind das für grün-graue Gestalten da drunter? Das war natürlich der Wildhirte mit zwei, drei. Wenn die mich gesehen haben mit dem schwarzen Sack auf dem Buckel, was haben die gedacht? Hat irgendeine Gämse oder irgendetwas geschossen? Obwohl ich Bewilligung hatte, dachte ich, ich will nicht diskutieren, das bringt nichts. Dann habe ich überlegt, was mache ich? Dann habe ich gesehen, etwa 50 oder 100 Meter weiter oben können sie nicht einsehen, was ich mache. Dann habe ich den an den Bachrand gestellt, den Baum. Und dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin also den Wanderweg ab und hat einem Wildhirte gesagt, ja, Scheisswetter heute, oder? Bin offen. Und habe mein Auto geholt und dort ist eine neu gemachte Ausweichstelle vom Postauto gesehen. Und das haben sie von dort auch nicht gesehen. Dann bin ich den Gröllhalden ab, bin durch den Bach, würde ich heute nicht machen, das ist sehr gefährlich gewesen. Der Bach hat Hochwasser gehabt. Bin über, hat den Baum geholt, der Hübel auf, ein Schritt vor, ein Abend und dann in den Golf rein. Und Abmarsch. Und jetzt steht er da. So hat jeder Baum hier seine Geschichte. Ja. Du, ich muss bei den Politikern sagen, ja, die Redezeit ist vorbei. Geniessen wir es mit einem schönen Ohm am Schluss und gehen ein bisschen meditativ in die Bäume rein. Okay. Danke, Heinz. Dankeschön vielmals.